Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um eine Grillzange und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ich hatte letztes Mal schon ein Zubehörvideo gemacht zu meinen Gewürzmühlen. Heute mal was für die Grillleute oder besser die muss man nicht unbedingt zum Grillen benutzen. Man kann die auch so in der Küche gut benutzen. Geht es um meine Grillzange, von der ich wirklich richtig begeistert bin. Wie gesagt, allgemein hatte ich ja schon mal ein Grillzubehörvideo gemacht. Ich verlinke das hier nochmal an dieser Stelle. Da gibt es nochmal andere Sachen zu sehen. Und ein netter Zuschauer hat mich darauf hingewiesen, weil ich mit meiner anderen Grillzange vom Weber, die ich hatte, nicht so zufrieden war und ich noch nicht so eine richtige Alternative gefunden habe, hat er mich auf die Rösle Gourmet-Zange hingewiesen. Und muss sagen, danke. Nee, das ist wirklich für mich die perfekte Grillzange. Wie gesagt, ich hatte ja damals die von Weber. Die ist auch schon gut. Die hat auch wirklich von vorne einen breiten Ding. Ich habe jetzt gerade nicht hier. Aber die war mir vorne so wackelig. Man konnte die hier vorne so hin und her bewegen. Ja, was hier, guck mal, hier ist das richtig fest. Hier bewegt sich vielleicht 1-2 mm. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber die andere konnte man ja richtig einen halben Zentimeter oder mehr noch hin und her schieben. Und das hat mich einfach gestört. Und wie gesagt, hat mich ein Zuschauer auf diese aufmerksam gemacht, hat mir die gleich bestellt. Wie gesagt, das ist die Rösle Gourmet-Zange, ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, komplett aus Edelstahl. Liegt wirklich sehr gut in der Hand. Wir haben oben Haken noch zum Anhängen, wir haben bloß ein kleines Rösle-Logo hier. Sie ist wirklich gut, sie ist spülmaschinenfest. Man kann ihn also sozusagen in die Spülmaschine reinigen, lässt sich wirklich problemlos. Wirklich genial. Es gibt die in drei verschiedenen Größen. Das ist jetzt hier die größte mit 40 cm Länge. Wirklich perfekt zum Grillen geeignet. Wie gesagt, die Preise sind bei der 40, kostet die 27 Euro circa. Dann gibt es die in 30 cm, kostet die 23 Euro. Und dann haben wir noch die 23 cm Länge. Dort kostet sie 22 oder 21 Euro circa. Wie gesagt, ich verlinke euch das nochmal unten. Sind die Links zu Amazon. Wie gesagt, wenn ihr dort drüber über die Links bestellt, unterstützt er mich ein bisschen. Kriegt ihr ein bisschen Provision von Amazon. Für euch wird das Ganze nicht teurer. So, dass du aber das ganz Coole an dieser Grillzange ist eigentlich der Verschlussmechanismus. Wir kennen das ja von anderen Zangen, wo man hinten reindrückt oder was rauszieht denn. Aber die hat das nicht, sondern ihr seht schon, hier, also sie ist auch so super vom Widerstand, wirklich super perfekt. Und bei der Zange ist das Besondere, wenn man sie nach unten hält, kann man halt auf, zu, vorne, auf, zu. Und sobald man nach oben hält, geht sie nicht mehr auf. Nur wenn wir nach unten halten, geht sie auf. Also kann man ganz normal aufschließen. Sobald ich aber umdrehe, wir sehen jetzt, ist sie offen, ich mach zu, sie bleibt zu. Also wirklich ein richtig geiler Mechanismus. Man erkennt auch gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Ist auch auf jeder Grillparty bis jetzt, die ich noch nicht kannten, immer ein Burner, die Zange. Wenn ich ihn in die Hand drücke, ich sage, dreh mal die Würstchen um. Oder machen wir die Zange auf. Und die stehen alle da. Und nichts geht. Also ist wirklich cool. Haben schon mehrere Lacher dort gehabt. Ja, wie gesagt, diese Grillzange kann ich wirklich nur empfehlen. Ist wirklich absolut genial. Ich bin sowas von zufrieden mit dem Teil. Hab die doch in den letzten Grillvideos immer benutzt und auch so privat immer laufend wirklich der absolute Burn vom Preis her, finde ich, geht es noch in Ordnung. Ja, es ist, liegt sie noch so im Mittel, sage ich mal. Ja, also, aber dafür ist sie wirklich der absolute Hammer. Ja, und dann soll es das auch, wie gesagt, an dieser Stelle schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, Zubehörvideo und so weiter gibt es auch dann auch bald noch auf meiner Webseite www.kochen-mit-zimmi.de. Da gibt es dann auch noch andere Sachen. Hat ja mal vorbeischauen, auch die ganzen Grillvideos und so weiter. Würde ich sagen, soll es das an dieser Stelle auch wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.